Überall und zu allen Zeiten ist die Mauer ein Sinnbild der Abgeschlossenheit. Wo Mauern stehen, umschließen sie eine Welt innerhalb der Welt. Sie umgrenzen einen Staat innerhalb des Staates. Eine besondere Ordnung innerhalb der gewöhnlichen Ordnung. Sie scheiden Gut nicht von Böse und Freude nicht von Leid, sondern Menschen von Menschen. Und deshalb sollten sie niemals unübersteigbar sein. Patriots, treten zur Einteilung! Ertrappt an, ihr lahmarschigen Gänzen! Ihr wollt wohl nicht! Was? Weg an der Staatslinie! Ertrappt an euch! Einsätze! Rühr euch! Es sollte sich allmählich rumgesprochen haben. Wenn ich Eingeteilte sage, gilt das als stillgestanden. Und sie stehen wie die Denkmäler. Eingeteilte! Da klappt wieder einer nach. Hör euch! Eingeteilte! Hör euch! Vierbein wieder natürlich. Haben wir Vierbein? Was ist los mit Ihnen? Sind Sie müde, Kanonier Vierbein? Nein, Herr Hauptwachtmeister. Sind Sie krank? Haben Sie Kopfschmerzen? Sagen Sie es ruhig. Ich bin ja schließlich die Mutter der Batterie. Dann gehen Sie heute nicht auf Stadturlaub, sondern zum onkelchen Doktor. Und der hat für so trübe Flaschen wie Sie einen Eimer mit kaltem Wasser. Er war ja von links. Achtung! Mensch, dem Spießseine, die ist mir lieber als ihr Alter. Komm auf die Schaukel, Luise. Die heißt nicht Luise, die heißt Lore. Wenn's so schön schaukeln, schaukeln tut. Oh, das tut gut. Dritte Batterie, bei der Diensteinteilung. Am Sonnabendnachmittag? Jawohl, Herr Major, Revier reinigen. Der achte Mann im ersten Glied hat den zweituntersten Knopf offen. Lassen Sie sich nicht stören. Jawohl, Major. Rühr euch! Kanonier Vierbein. Herr Hauptwachtmeister, Sie werden sich erkälten. Darf ich Sie anfassen? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Kanonier Vierbein, ganz links raus. Eingeteilte, links raus. Es darf gesprochen werden. Mensch, passt bloß auf, der Spieß hat heute sein Dutzend noch nicht zusammen. Ich habe gesagt, es darf gesprochen werden. Ich habe nichts vom Brüllen gesagt. Wenn ihr einer brüllt, bin ich das. Und sonst keiner. Haben Sie mich verstanden? Gefeiter Arsch! Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Eingeteilte, abrücken! Ihr Freiter Arsch, heute leicht zu mir auf Kleiderkammer. Kowalski, geht einmal zur Waffenkammer. Wir hatten schon was von stillgestanden gesagt. Vierbein. Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Sie brauchen nicht, wenn Sie nicht wollen. Ich kann das nicht befehlen. Wenn Sie keine Lust haben, so sagen Sie es ruhig. Dann gehen Sie eben Latrinen reinigen. Wollen Sie? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Was? Latrinen reinigen? Was, Herr Hauptwachtmeister, befehlen? Na schön. Ich habe mir es auch nicht anders erwartet. Los, melden Sie sich bei meiner Frau zum Teppichklopfen. Vier Damen. Mit vier Damen kann keine Sau glücklich werden. Sagen Sie das nicht, Asch. Ich kenne eine ganz in der Nähe, die kann einem einheizen wie Vierer Weimal. Ich weiß. Was wissen Sie? Welche Dame hier gleich in der Nähe wohnt. Bei der möchten Sie wohl auch gerne mal Teppich kloppen, was? Na? Kommst du da an, so Bismarck hier? Großer Ringelpiez, mit anfassen. Keine Lust. Ah, keine Lust? Da musst du was einnehmen. Mhm. Außerdem bin ich verheiratet. Und wie? Na. Erst muss ich mein Dutzend Eierköpfe voll haben. Jeden Sonnabend ein Dutzend, was? Feine Dosierung ist das Geheimnis des Erfolges. Wer sucht, der findet. Sie wollen doch auf Sonntagsurlaub gehen. Jawohl, Hauptwachtmeister. Was ist das? Dreck. Eben. Zum Dienst? Ja. Wurzelsauer. Ziehen Sie gefälligst Ihre Säbelbeine an, wenn ich Ihren Weg kreuze.
Zu Befehl, Herr Hauptwachtmeister. Sie wollen doch auf Sonntagsurlaub gehen. Nein, Herr Hauptwachtmeister. Hallo. Warum denn nicht? Ich hab keine Lust, Herr Hauptwachtmeister. Na schön. Weitermachen! Na? Kann er die Herber beim Latrinen reinigen? Haben Sie schon hier vorne sauber gemacht? Jawohl, Herr Hauptmeister. Und was ist das, Sie müde Klosettbiene? Haben Sie Sonntagsurlaub eingereicht? Jawohl, Herr Hauptmeister. Aber Urlaubschein haben wir noch keinen. Nein, Herr Hauptmeister. Wer ist da? Ich hab keine Zeit, bin mitten in der Arbeit. Mach schon auf, Herr Freund. Ich bin Schulz. Komm rein, wir sind gerade beim Socken sortieren. Und wer gewinnt dabei? Na, ich natürlich. Ja. Ein kleines Spielchen könnte ich auch mitmachen. 17-4. Ist verboten, Herr Hauptwachtmeister. Kostet 3 Tage Bau. Immer korrekt, gefreiter Asch. Das gefällt mir. Sie sind aus dem Holz, aus dem man Unteroffiziere schnitzt. Also, was spielen wir? 18 und 3. Ausgezeichnet. Wer gibt? Ich. Ass und 10. So fängt's bei mir an. Was sagst du nun? Glück im Spiel. Willst du damit sagen, dass ich Unglück mit den Weibern hab? Ja, spielen wir nur oder unterhalten wir uns? Danke. Ist wirklich nicht nötig, gnädige Frau. Zu mir brauchen Sie doch nicht gnädige Frau sagen. Sie sind doch sicher auch was Besseres. Ich bin einfacher Kanonier. Was die Menschen in der Kaserne sind, das interessiert mich doch nicht. Aber in Zivil? Was sind Sie in Zivil? Eigentlich wollte ich Musiker werden. Pianist. Sehen Sie? So was habe ich mir doch gleich gedacht. Zeigen Sie mal her. Was für weiche, zarte Hände Sie haben. Ganz anders als... Nee, wissen Sie, Asch. Dieser Vierbeiner ist doch ja kein Mann. Ja, neulich, da habe ich den doch wahrhaftig beim Lesen erwischt. Der Kerl hat Bücher in seinem Spinde. Haben Sie sowas schon mal gehört? Doch, das gibt's. Ich zum Beispiel, ich lese sehr gerne Bücher. Ach nee, Dienstvorschriften besonders. Also, ach. Sie meinen, stille Wasser sind tief, hä? Der macht das eben auf die sanfte Tour. Ja, Schulz, du, so weit gefällt den Weibern. Wirklich. Ich komme gleich wieder. Das sehen Sie, jetzt muss ich Ihnen doch helfen. Warum sehen Sie mich so an? Wirklich schön. Finden Sie? Ich glaube, es sind die einzigen in der ganzen Kaserne. Aber Sie knien ja vor mir. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Sie sind so ganz, ganz anders als mein Mann. Haben Sie eine Braut? Nein. Wir haben aber wirklich... Flippen! Sie verschwinden hier sofort und melden sich bei Unteroffizier Lindenberg zum Reinigen der unteren Latrinen. Zu Befehl, Herr Hauptwachtmeister. Halt ab, Mensch! Wir sprechen uns noch. Mit Vierbein. Mit der Flasche. Dem krummsten Kanonier der ganzen Batterie. Ach, das stört dich, weil es bloß ein einfacher Kanonier ist. Ja, mit der halben Batterie fängst du es jetzt an. Natürlich. Die Herren Unteroffiziere allein, das ist ja langweilig. Die wollen alle dasselbe. Da ist der eine wie der andere von dem gleichen Kaliber wie du. Du. Was denn? Du. Wildsau, Hurenstück. Ausdrücke hast du. Bist doch nicht in deiner Kaserne oder in der Kantine bei deiner Elisabeth. Das wagst du mir zu sagen. Und die Sache mit Werktreu, du, die weiß ich jetzt auch. Und mit Platzek. Und mit Wunderlich. Und mit Schwitzke. Und du schämst dich nicht. Warum soll ich mich denn schämen? Der Werktreu hat mir 3 Garnituren Unterwäsche für dich gebracht.
Mit Platzek war ich im Kino, weil du in der Kantine besoffen rumlagst. Wunderlich und Schwitzke haben mich begleitet, als ich den Teppich kaufte. Und? Was und? Tch, Idiot. Selbst wenn ich wollte, könnte ich denn. Wo ich keinen Schritt tun kann, ohne dass 1000 Männer aufpassen. Also wieder mal die Kaserne. Ich will dir mal was sagen. Ich bin hier der Hauptwachtmeister und der wohnt nun mal in der Kaserne. Das ist so. Und ich stehe auf dem Boden der Tatsachen. Stehst auf meinen Blumen. Ach, Scheiß. Hast du jemals dran gedacht, mir ein paar Blumen mitzubringen? Meine Frau braucht das. Ich werde dir mal was sagen, was eine Frau braucht. Ab und zu eine Tracht Prügel. Tust du? Traust dich ja nicht. Hast ja Angst, dass die ganze Kaserne über dich lacht. Ach so, Versöhnung, aber nicht auf die Tour. Wenn das alles ist, was du von mir willst, dann geh bitte zu deiner Elisabeth. Und wenn nicht du? Tust du es eben. Na schön. Fritz. Ja, Lore? Vergiss nicht mehr, vorher einen starken Mann rüberzuschicken, zum Geschirr abtrocknen. Das ist die wahre Liebe, was? Kommst ja doch nur deswegen. Nein, danke, ich bin im Dienst. Prost. Hast dir aber den leichtesten ausgesucht? Haben Sie nichts zu tun, gefreiter Arsch? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister, ich bringe den Geschosskorb zur Reparatur. Siehst du, so muss man das machen. Man muss die Kugel richtig schieben. Und das muss eine ruhige Kugel sein. Es muss aber dann auch eine runde Kugel sein. So, jetzt ist das Ding reif zum Reparieren. Nicht unbegabt. Ist das alles, was du mir zu sagen hast? Gehen wir heute Abend aus? Falsch. Ja, geht so. Stadttag, wie immer. Und abends Bismarckhöhe zum Tanz. Muss das sein? Muss. Du immer mit deinen Geheimnissen. Aber mein liebstes Geheimnis bist du. Was haben Sie in der Unteroffizierskantine zu suchen, gefreiter Arsch? Bitte, Herr Hauptmeister, wählen zu dürfen, dass ich einen Unteroffizier Wunderlich suche, um ihm den Geschosskorb zur Reparatur zu übergeben. Ich dachte, Herr Unteroffizier Wunderlich ist hier in der Unteroffizierskantine. Na, und wenn er nicht hier ist, dann verschwinden Sie gefälligst wieder. Jawohl, Herr Hauptmeister. Moment mal, zeigen Sie mal her, das Ding. Was ist denn kaputt? Ja, Herr Hauptmeister. Ist gut. Sagen Sie dem UVD, er soll mich hier anrufen. Jawohl, Herr Hauptmeister. Pass aus. Nehmen Molly und einen Korn, bitte. Noch was, Gewalt Arsch? Jawohl, Herr Unteroffizier. Ich bitte einen Unteroffizier auch um den Urlaubsschein des Kanonier Vierbein. Vierbein? Jawohl, Herr Unteroffizier. Warum? Bitte einen Unteroffizier melden zu dürfen, dass wir beide dem Handballspiel der Regimentsauswahl mit dem Sportclub Hansa beiwohnen wollen. Das freut mich. Das freut mich ganz besonders um Kanonier Vierbein, dass er Interesse an sportlichen Veranstaltungen zeigt. Ich erwarte, dass über Wettkampf als Uniformträger den Zivilisten ein gutes Beispiel geben. Jawohl, Herr Unteroffizier. Was machen Sie eigentlich heute Abend? Heute Abend pflege ich mein Privatleben. Darf ich Ihnen vielleicht dabei behilflich sein? Nein, danke. Was ich zu tun habe, mache ich immer allein. Ach, nachts? Soll wohl eine besonders freundliche Einladung sein, mit Ihnen heute Abend auszugehen. Warum nicht? Wie wär's? Sie sind doch verheiratet. Ja, und wie? Sehr glücklich sogar. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe meiner Frau Stubendienst verordnet. Sie haben eine so nette Frau, Herr Schulz. Ich verstehe Sie gar nicht. Warum sind Sie eigentlich immer so abweisend zu mir? Hm? Herr Schulz. In meinem Beruf kann ich entweder mit allen gehen oder mit keinem. Ich ziehe vor, mit keinem. Und der Offizierskantine? Für Sie. Ja. Ja! Ihr UVD und Offizier Lindenberg. Aber Meister haben befohlen? Hören Sie zu, Lindenberg. Der Urlaubschein von der drüben Tasse, dem Vierbein, der ist selbstverständlich gestrichen. Was? Das sind Sie wahnsinnig! Ich hätte keinerlei Grund, dem Kanonier Vierbein Urlaubschein zu verweigern, da kein anderslautender Befehl vorlag. Zumal der Kanonier Vierbein beabsichtigt, zum Handballspiel Regimentsauswahl gegen Sportclub Hansa zu gehen. Die Flasche! Das Handballspiel ist überhaupt erst in 14 Tagen. Das muss Ihnen passieren. Ob es geht? War der Kerl schon im Ausgehanzug? Wie lange ist das her? Da muss er noch in der Kaserne sein. Alles muss man selber tun. Wir sprechen uns noch.
Der Spieß hält am Tor Parade ab. Das ist doch unmöglich. Das Wort unmöglich kenne ich nicht. Los. Herr Major! Au, Backe, Knollengesicht. Was machen wir jetzt? Sag ich grüßen, was denn sonst? Der Gefreiter? Herr Major? Auf Ihrem linken Hosenbein, 4 cm über dem Absatz, ist ein weißer Fleck. Bei passender Gelegenheit entfernen. Jawohl, Herr Major! Partie Schach, Leutnant Willmann. Dann bleiben Sie ruhig sitzen. Ich habe nicht die Absicht, hier die Dienstgradunterschiede mit Ihnen zu exerzieren. Ich möchte bloß wissen, ob Sie eine Partie Schach mit mir spielen. Gerne, Herr Major. Bitte. Also, Herr Willmann, was würden Sie tun, wenn Sie zwei Soldaten Ihrer Batterie über die Kasernenhofmauer steigen sehen? Ich würde meinen Augen nicht trauen, Herr Major. Und warum? Es gibt Dinge, die man einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Sie bereinigen sich dann von selbst. Meine Schule. Wie immer was sagen, Wielmann. Die Umwandlung eines Menschen in einen Soldaten ist ein kolossal schwieriger Vorgang. Ich freue mich eigentlich immer, wenn es nicht so glatt geht. Beweist die Substanz eines Mannes. Schach. Und matt auch. Nee, mein Lieber, matt nicht. Gibt immer noch einen Ausweg. Alter militärischer Grundsatz. Nie zu früh aufgeben. Kaffee trinken wir in der Wohnung, da ist er besser. Aber mach dich ja nicht an meine Schwester ran. Ich werde mich doch nicht an die Schwester eines Kameraden ranmachen. Mann, lass doch diese 0815-Redensarten. Du sollst dich nicht an meine Schwester ranmachen, weil sie eine dämliche Ziege ist. Da ist sie. Grüß dich, holdes Schwesterlein. Das bin ich, vom Ausmarsch 1914. Und hier? Mein Vater. 70-71 vor Paris. Nun zeige ihm aber auch das Prunkstück der Familie. Ach ja, Vater. Ja. Und das ist mein Großvater. Von den Freiwilligen Jägern 1813. Der wurde dann Offizier. Aber General ist Gott sei Dank keiner dabei. Du solltest dich was schämen. Wie kannst du als Uniformträger so reden? Ich verstehe einfach nicht, Vater, wie du solche Redensarten dulden kannst. Wo du doch in der Partei bist. Das ist ihm auch ganz gut bekommen. Das ist uns allen gut bekommen. Uns allen geht es immer besser und besser. Nehmen Sie doch Platz, Herr Führer. Dankeschön. Sogar unsere Arbeiter können jetzt nach Madeira. Ja, das sollten Sie mal lieber nicht. Sie können Ihr Geld auch in meinem Lokal lassen. Kommen Sie, Herr Führer. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder von unserem Ferienlager. Doch, gern. Wie gemütlich ist doch das deutsche Familienleben. Wissen Sie, ich vertrage einfach nicht, wenn mein Bruder immer solch Zeug redet. Kommen Sie, lassen Sie zu mir. In Ihrer Korporalschaft sind doch bestimmt nicht alle so wie mein Bruder. Aber Ihr Bruder ist ein wunderbarer Kamerad. Er ist ein alter Stänkerer. Ich hoffe, Sie werden einen guten Einfluss auf ihn ausüben. Sie sind doch sicher ein guter Soldat. Ich gebe mir wenigstens alle Mühe, einer zu sein. Sehr schön. Schauen Sie, ich werde Ihnen einmal zeigen, wie wir Mädels uns auf unsere Aufgaben vorbereiten. Da waren wir in der Eifel beim Wandern. Und das ist unser Lagerfeuer. Eine Blitzlichtaufnahme. Und da beim Volkstanz. Und hier beim Turnen. Unser Lager stand nämlich unter dem Motto, gesunder Körper, gesunder Geist. Mens sana in corpore sano. Sind Sie sehr glücklich dabei? Glücklich? Es geht doch um mehr, um die Gemeinschaft, um das gemeinsame Erlebnis. Ich verstehe das sehr gut, das gemeinsame Erlebnis. Was du darunter verstehst, das weiß ich ganz genau. Mein holdes Schwesterchen aber versteht leider nichts anderes darunter als die Uniformierung der Weiber. Ach, du bist so gemein. Ach Mann, was ich will, das ist ein besonderes Mädchen, keins von der Stange. Sehen Sie, jetzt fängt er schon wieder an. Uniformierte Weiber, du lieber Himmel, gleiche Röcke, gleiche Zöpfe, gleiche Köpfe. Ach, du bist so gemein. Nee. Vielen Dank für diese großdeutsche Einheitsware. Du, was ich sagen wollte, ich gehe jetzt. Wir sehen uns ja noch. Seien Sie doch nicht traurig. Sie sind doch ein besonderes Mädchen. Bestimmt ein ganz besonderes Mädchen.
Worüber freust du dich denn? Über die Kinder. Die werden hoffentlich mal keine Uniform tragen. Glaubst du das im Ernst? Naja. Entweder haben wir die ganze Welt in der Tasche, dann brauchen wir keine Wehrmacht mehr. Oder aber die ganze Welt hat uns in die Tasche gesteckt. Komisch, sagt mein Vater auch immer. Glaubst du, dass es Krieg gibt? Die haben schon viel zu viel Geld in die Soldaten gesteckt. Das wäre furchtbar. Viel Zeit haben wir nicht mehr zu verlieren. Bitte, keine Dummheit. Schade. Ich finde Dummheiten herrlich. Entschuldigen Sie, aber ich komme vor lauter Grüßen gar nicht dazu, mich mit Ihnen zu unterhalten. Wenn Sie erst Offizier sind, dann wird alles viel bequemer sein. Im Gegenteil, als Offizier muss ich auch die ganzen Untergebenen grüßen. Und das sind viel mehr, als es Vorgesetzte gibt. Zu jedem anderen Mädchen würde ich jetzt sagen, wenn du nicht willst, dann lass es bleiben und dann nach Hause gehen. Und warum sagst du es nicht zu mir? Weil ich dich überhaupt nicht leiden kann. Blöde Gans. Dummer Junge. Viel Vergnügen. Hau ab, Kowalski. Ja, tschüss, mach's gut. Wohin gehen wir eigentlich? Hinter den Baum. Ja, aber... Das ist unser Hauptwachmeister. Aber warum verbergen Sie sich vor ihm? Ich kann machen, was ich will, Fräulein Ingrid. Ich falle immer auf. Wenn der mich sieht, hat er gleich wieder einen Auftrag für mich. So wichtig sind Sie? Scheint so. Sie sind eben auch was Besonderes. Bestimmt. Vielleicht suchen wir eine Stelle aus, wo wir ganz ungestört sind. Ja, gut. Ich habe Ihnen ein Bild gestohlen aus Ihrem Album. Darf ich es behalten? Welches denn? Eins aus dem Ferienlager. Schön, dass Sie so viel übrig haben für unsere Bestrebungen. Sie müssen einfach Offizier werden. Wollen Sie heute Abend mitkommen? Ja. Zur Bismarckhöhe. Was? In den Soldatenbums? Herr Leutnant, das ist hier ein Mannschaftslokal. Ich weiß, ich bin privat hier. Nanu, Wagner, Sie hatten doch keine Lust zum Sonntagsurlaub. Das stimmt, Herr Hauptwachtmeister. Und wieso sind Sie dann doch hier? Tja, ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist, aber auf einmal da hatte ich wieder Lust. Aha. Eigentlich sind Sie viel zu schade für die Unteroffizierskantine von einer dieser Welt. Was wollen Sie damit sagen? Sie gehören ins Offizierscasino. Wissen Sie, Herr Leutnant, in dem, was die Herren von mir erwarten, gibt es keine sozialen Unterschiede. Deshalb verlange ich auch keine soziale Beförderung. Sie sind ein tolles Weib. Keine Disziplin im Leibe. Diese Halbsoldaten. Bei der hast du kein Glück. Quatsch nicht. Schon sehen. Jetzt hole ich sie mir. Mach's gut, aber nicht so oft. Hallo, ihr Vierbein. Das ist denn doch die Höhe. Sie Idiot, wir sind nicht im Dienst. Stehen Sie bequem. Aber Sie haben sich in Urlaub doch falsche Angaben beschlichen. Sie gehen sofort zurück in die Kaserne und melden sich beim UVD, verstanden? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Aus, Herr Mensch. Sehen Sie? Ich wusste es doch, dass wir heute Abend noch miteinander tanzen. Also darf ich mich in Fräulein Betty? Wo haben Sie denn Vierbein gelassen, Fräulein Elisabeth? Schulz hat ihn in die Kaserne zurückgeschickt. Was? Was sind denn das für Methoden? Das ist doch nicht weiter schlimm. Das kommt jeden Tag vor. Leider, Herr Leutnant. Das ist eine Frage der Disziplin, der Anständigkeit. Befehle müssen befolgt werden. Auch wenn sie Schikane sind?
Nur wer gehorchen lernt, wird einmal befehlen. Es soll aber Leute geben, die gar nicht befehlen wollen. Wir sind doch Soldaten. Finden Sie? Was denn sonst, gefreiter Asch? Menschenmaterial, Herr Wedelmann. VD, hier Schulz. Ist was Neues? Was? Ein Mann der Wache erkrankt? Das ist gut. Das ist sogar sehr gut, ja. Hören Sie zu, Lindenberg. Ich habe hier den Kerl erwischt, der Sie vorhin auf den Arm genommen hat. Den Vierbein. Den schicke ich Ihnen. Den können Sie gleich vergattern lassen. Ach Herr, stellen Sie sich doch schwerfällig an. Oder soll ich kommen und die Vergatterung fahren lassen? Also, warum nicht gleich? Ja, Ende. Hören Sie, Schulz. Ich glaube, Sie haben etwas zu viel getrunken. Herr Leutnant. Es wird langsam Zeit, dass Sie nach Hause gehen. Jawohl, Herr Leutnant. Lieber Freund, wir sprechen uns noch. Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Ich habe nämlich meinen Wohnungsschlüssel vergessen. Aber Sie sind ja so starr. Bitte sehr. Bitte. Ich kleide aus. Das war wohl nichts. Halt! Was ist denn hier los? Bitte melden Sie dürfen, das sind ja ganz neue Methoden. Lassen Sie sofort meine Frau los. Bitte melden Sie dürfen, Hauptwachtmeister. Halt, ja, Mensch, wir sprechen uns doch. Brüllen Sie nicht, Herr Hauptwachtmeister, mitten in der Nacht. Jawohl, Leutnant. Diese Scheißoffiziere. Wo warst du? Im Kino. Mit wem? Mit dem Bürgermeister, mit dem Kreisleiter und mit dem Knollengesicht. Was für einen Film hast du gesehen? Ich meine, wie heißt er? Kleiner Mann, ganz groß. Jetzt gehen. Wenn uns jemand sieht. Wo ist dein Zimmer? Da oben. Und wo schläft dein Vater? Dort. Kann er uns hören? Der ist gar nicht da. Der hat Nachtschicht. Elisabeth. Ja. Mensch, ich hatte mal eine Braut. Ich kann dir sagen, auf der ihren Hintern, Mensch, da konntest du Flöhe knacken. So stramm war die.
Sie das Tor weit auf, Sie Pfeifenauges. Los, los, Sie auch. Wenn ich nicht durchkomme, dann ist das Ihre Schuld. Jawohl, Herr Wachmeister. Ach, der Vierbein. Immer der Vierbein. Einer von uns beiden ist besoffen. Jawohl, Herr Wachmeister. Sie, Hirsch, Sie. Bin ich besoffen? Nein, Herr Wachmeister. Alles gut. Also sind Sie besoffen, klar? Jawohl, Herr Wachmeister. Schämen Sie sich. War er der Kerl und ist besoffen? Ich werde es melden, verstanden? Jawohl, Herr Wachmeister. Ja, wir sprechen uns noch. Johannes, ist die Luft rein? Wo bist du? Herbert, Mensch, was ist denn los? Wo hast du deine Klamotten verkauft? Mensch. Was ist denn das? Der Kerl ist ja im Hemde. Sind Sie auch besoffen, Sie Riesenross? Bitte, Herrn Wachtmeister, melden zu dürfen, dass ich Schlafwandler bin. Was? Schlafwandler? Ist ja kaum zu fassen. Das ist gut. Gefreiter Frost und zwei Kosten Bier und drei Flaschen Schnaps. Stille. Mein lieber Kamerad Platzek, wir gratulieren dir zu deinem Geburtstag. Du kennst mich, du weißt, bei mir gilt die Devise, hier Dienst, hier Frohsinn. Beginnen wir mit deinem Lieblingslied. Also, was singen wir? Der schönste Platz, den ich auf Erden hab, das ist die Rasenbank am Elterngrab. Drei, vier! Jetzt spitzt der Spieß wieder seine Unteroffiziere an, damit sie uns besser den Arsch aufreißen. Mensch, pass so auf, wo du deinen Dreck hinwirfst. Dreck ist dazu da, um gleichmäßig verteilt zu werden. Halt's Maul. Hat dir einer was getan? Soll ich einen für dich in die Fresse schlagen? Ja, mir. Ich hab mich benommen wie ein Schwein. Jeder tritt mal in die Scheiße. Doch der feine Mann zieht seinen Fuß immer wieder zurück. Aber wenn ich's euch sag, der Vierbein besoffen auf Wache und im Hemde, dann reiß ich den Arsch auf bis zum Stegreif. Kanonier Vierbein ist in meiner Korporalschaft. Er ist ein gut und williger Soldat. Ich sehe keinerlei Grund zum Einschreiten gegen ihn. Lindenberg, Sie fallen uns alle schon immer auf den Nerv mit Ihrer Korrektheit. Seien Sie doch endlich mal ein bisschen menschlich und machen Sie den Kerl fertig! Das hier ist die Unteroffizierskantine. Herr Asch. Elisabeth, was war denn los? Nichts. Sina, mein Vater hat dich nicht gesehen. Wenn man mich fragen sollte, ob ich den Mann kenne, der bei mir geschlafen hat, sag ich nein. Elisabeth, ich hab's eilig. Mhm. Ein helles bitte. Sofort! Das habe ich heute Nacht gemerkt. Das war wohl sehr komisch, was? Besonders für mich. Na, du gib schon her. Was denn? Meine Sachen. Hab ich doch nicht. Wer denn? Dreimal darfst du raten. Die Schuld trage ich ganz allein. Elisabeth ist kein Mädchen wie die anderen. Na, lass uns um alles. Hallo, Asch? Guten Tag. Der Ausgehanzug? Jawohl, Herr Wachtmeister. Ich habe meinen Ausgehanzug zum Reinigen gegeben. Zum Reinigen? Auswärts. Jawohl, Herr Wachtmeister. Ein feiner Pinkel, was? Mach 3,70 Mark, Herr Arsch. 3,70 Mark? Ja. Sollen Sie sofort haben, Meister. Hier. Sind 4 Mark. Stimmt schon. Dankeschön. Ja, lassen Sie sich nicht stören. Stimmt schon. Ich glaube, wir verstehen uns.
Was? Dankeschön, Herr Freitag. Und wenn Sie mich mal wieder besuchen sollten, durch die Tür bitte schön, Herr Asch. Und Offizier Lindenberg? Lindenberg, was haben Sie eigentlich Schönes ausgedacht, um dieses krumme Würstchen, den Vierbein, endlich mal auf Draht zu bringen? Hauptwachtmeister, ich bitte gehorsamst melden zu dürfen, dass die Wache nach der Ablösung dienstfrei hat. Nun habe ich es langsam satt mit Ihnen. Wenn Sie es nicht fertig kriegen, dann schicken Sie den Vierbein sofort zu mir. Verstehen Sie mich? Dienstlicher Befehl. Ich werde mit dem Herrn schon fertig werden. Ende. Lindenberg steht oben am Fenster. Ich glaube, er ist hinter mir her. Na klar, Mensch, Kettenreaktion. Herbert, ich bin doch mit deiner Schwester verabredet. An dir bleibt aber auch nichts erspart. Johannes, los, Mensch, runter mit den Klamotten. Steh nicht so dämlich rum. Ich hol dir deinen Ausgehanzug. Nein, aber tu, was ich dir sage. Kanonier Vierbein war noch nicht auf Stube, Herr Unteroffizier. Und Sie? Wissen Sie auch nichts davon? Nein, Herr Unteroffizier. Wovon wissen Sie nichts? Von nichts, Herr Unteroffizier. Zum Teufel! Befehlen, Herr Unteroffizier, dass wir den Kanonier Vierbein suchen gehen. Gut. Achtung! Vierbein! 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 Ich bin's. Komm her. Hier, dein Ausgehanzug. Los, Mensch, beeil dich. Vierbein! Gib mir deine Wachklamotten, nehme ich mit. Vierbein. Und was die Ingrid betrifft, du Riesenross, lass dich von der bloß nicht einwickeln. Vierbein! 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 Tschüss! Vierbein! Vierbein! Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass ein Befehl besteht, Vierbein! Wonach jeder, der von Wache kommt, sofort seine Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände in appellfertigem Zustand zu bringen hat? Ist mir bekannt, Herr Hauptwachtmeister. Na sehen Sie, das ist der springende Punkt. Und jetzt machen Sie mir aber mal fertig. Und stellen Sie gefälligst dieses blödsinnige Gebrüll nach dem Vierbein ab! Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Vierbein! Sie sehen so müde aus. Ich war die ganze Nacht auf Wache. Haben Sie dabei auch ein bisschen an mich gedacht? Nur. Und ich habe dieses ganze Soldatenleben verwünscht. Das ändert sich alles, wenn Sie erst Offizier sind. Seit ich Soldat bin, ist alles so verwirrt in mir. Was ich tue, ist falsch. Und ich bin nie allein. Das ist das Schlimmste. Nie ist man einen Augenblick allein. Ich hasse so ein Leben. Jetzt reden Sie wie mein Bruder. Ihr Bruder ist ein wunderbarer Kerl. Ich kenne ihn besser. Er ist so... zersetzend. Aus ihm wird nie etwas. Wie muss man denn etwas werden? Ich meine, als Soldat. Das ist doch eine Bewährungsprobe. Ich könnte nie einen Mann achten, der sie nicht besteht. Ich glaube, ich bestehe sie nicht. Vierbein. Herr Unteroffizier. Zeigen Sie mir mal Koppel, Patronen, Taschen und Seitengewehrstick. Jawohl, Herr Unteroffizier. Stiefel. Der Herrn Unteroffizier darauf aufmerksam machen zu dürfen, dass Zapfenstreich ist. Wollen Sie mich über meine Dienstobliegenheiten belehren, gefreiter Asch? Verdammt nochmal. Ruhe im Puff. Wir sprechen uns noch. Gute Nacht, Herr Unteroffizier.
meine Ansicht in dieser ganzen... Ja, und was sagen Sie zur Lage, Herr Hauptmann? Die Lage ist hoffnungslos. Aber nicht ernst. Der Ostmärker macht es euch leicht. Mein Verehrtester, merken Sie sich eins. Bei uns zu Hause sind nur die Mannschaften Ostmärker. Die Herren Offiziere sind Österreicher. Servus, Doktorchen. Guten Morgen, meine Herren. Na? Herr Hauptmann. Was haben wir an Schönes? Eine Disziplinarsache, Herr Hauptmann. Oh, wie unangenehm. Es handelt sich um den Kanonier Vierbein. Der muss bestraft werden. Ich schlage 3 Tage geschafften Arrest vor. So viel Delikte auf einmal? Na schön. Lass mal hereinkommen, den Vierbein. Schon zur Stelle, Hauptmann. Vierbein, rein, komm! Kanonier Vierbein zur Stelle. Kommen Sie näher. Sehr ungesunde Gesichtsfarbe. Es kommt von seinem Lebenswandel, Herr Hauptmann. Sie sollten sich was schämen. Sie haben die Ehre, Soldat zu sein und benehmen sich wie eine... gesprenkelte Wildsau. Was ist denn Ihr Vater vom Beruf? Polizeibeamter, Herr Hauptmann. Also, ein ehrenwerter Mann und zuverlässiger Beamter. Und was sind Sie? Ein schlechter Soldat. Ja, sagen Sie, schämen Sie sich denn gar nicht? Hören Sie schlecht, Vierbein? Ob Sie sich schämen? Jawohl, Herr Hauptmann. Eigentlich wollte ich Sie mit 3 Tagen strengen Arrest bestrafen. Aber weil Sie selber einsehen, dass das nicht so weitergeht und weil der Herr Hauptwachtmeister so für Sie gebeten hat, will ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen und bestrafe Sie mit, na sagen wir, 14 Tagen Urlaubssperre. Ausgangsbeschränkung. Und wenn noch einmal das Geringste vorkommt, dann, verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Mitreden. Also, das wird ja meine Lehre sein. Billig! Achtung, auf, Marsch, Marsch! Sie grenzen doch, Sie kennen die Schöne ein. Billig! Achtung, auf, Marsch, Marsch! Sie grenzen doch. Billig! Marsch! Da steigt die Beinmuskeln. Nee, die Wut im Bauch. Schöner Hack heute. Nicht? Wie im Sanatorium. Die Gruppe Lindenberg ahlt sich in der Sonne. Hier wird wohl nur noch gepennt, Platzig, was? Los, anbraten. Kurz anbraten. Urlaub, Meister. Viel zu lahmarschig, Lindenberg. Viel zu lahmarschig. Ich übernehme das Kommando. Hilfe! Ach, viel zu krumm! Viel zu krumm, dieser Vierbein, dieser Gummihund. Wer weiß, wo Sie sich gestern Abend wieder herumgetrieben haben, was? Alles wegen dem Vierbein an die Wand. Marsch! Hilling! Auf Marsch! Kämpf Marsch! Hilling! Auf Marsch! An die Wand! Marsch! Hilling! Auf Marsch! Achtung! Ach, ihr wollt wohl nicht, was? Der Herr Vierbein, dieser Mündungsschoner, der will nicht. Na schön. Na, wollen wir mal ein bisschen in die freie Natur, was? Batterien, Marschordnung! Angeregen! Marsch! Da säuft sich still, ja still und flüstert leise. Mein Schlesierland, mein Heimatland. Natur, Natur in stiller Weise. Wir sehen uns wieder, mein Schlesierland. Wir sehen uns wieder am Oberstrand. Gruppe Lindenberg, rechts raus! Zum Freibad! Auf, auf, Marsch! Ja! Hilling! Auf den Marsch! Hilling! Auf den Marsch! Immer wieder Ruhe, meine Herren. Immer wieder Ruhe. Nachher sowieso Klamotten reinigen. Hilling! Auf den Marsch! Hilling! Und damit euch das Sterben leichter fällt, Ruppen! Jetzt los! Ihr schlaft ja ein, ihr Säcke! Los! Zentner schwere Weiber können ja stemmen und dicke Haufen scheißen, was? Aber mit Exerzieren ist nicht. Auf Marsch! Kipp, Marsch! Hilling! Auf Marsch! Hilling! Auf Marsch! Achtung! Habe ich was von hinlegen befohlen, Vierbein? Es könnte Ihnen so passen, sich hier in der Sonne zu erhalten, was?
Für Sie muss ja der Heldentod geradezu eine Erlösung sein. Auf besonderen Wunsch von Herrn Kanonier Vierbein wollen wir jetzt mal das hübsche Gelände hier ausmessen. Kirsch, halt! Einmal pfeifen heißt hinlegen, zweimal pfeifen heißt Aufmarsch, Marsch. Ja? An den Wald! Marsch, Marsch! Vierbein. Johannes, du, rühr dich doch. Verdammte Scheiße. Was? Ich will nicht mehr. Das nächste Mal machst du die Schnauze gefälligst früher auf, ja? Achtung! Was, ihr nicht aufstehen, Mensch? Der Kanonier Vierbein ist krank. Krank? Nicht möglich. Er muss sofort ins Lazarett. Was haben Sie heute Morgen gemeldet? Krankmeldung keine. Na, sehen Sie. Wer krank ist, hat sich morgens zu melden, wenn der OVD zum zweiten Mal durch die Stuben geht. Wenn sich keiner gemeldet hat, ist auch keiner krank. Ist das klar? Jawohl. Na, sehen Sie. Und der Vierbein? Na, ich bin auch nur ein Mensch. Der Vierbein braucht Erholung. Reinigt also die untere Latrine. Nee, das tut er nicht. Erstens haben Sie stramm zu stehen und zweitens haben Sie Ihr freies Maul zu halten, wenn Sie nicht gefragt sind. Erstens stehe ich nie stramm, wenn einer am Abkratzen ist und gleichzeitig ein anderer so einen Blödsinn redet wie Sie. Und zweitens wird ein Mensch dann krank, wenn er eben krank wird. Und nicht, wenn es Ihnen passt. Sie haben Glück, gefeiter Asch, dass ich ungern Meldungen schreibe. Das dürfte in dem Fall wohl Ihr Glück sein. Wenn Sie eine Meldung schreiben, dann werde auch ich gefragt. Und dann sind Sie dran. Ende. Wir beide sprechen uns noch. Was machen wir heute mit dir? Du meldest dich heute krank, Vierbein. Ich bin nicht krank. Klar bist du krank, du lahme Ente. Oder du, kannst du wählen. Meinst du, lassen heute viele den Arsch aufreißen, bloß wegen dir? Heute schießen. Da haben sie Zeit, dich fertig zu machen. Nur mal Ruhe. Also was essen. Schwindelanfälle. Ermattungszustände. Nee, das ist nur Herzkrämpfe. Ja, Herz ist immer gut. Ja. Was mit dem Herz los ist, das versteht kein Militärarzt. Zwei weiß, zwei rot, der Mann. Nix da, schlucken. Der Nächste. Woran merken Sie denn, dass Sie Herzkrämpfe haben? Ich kriege keine Luft, Herr Stabsarzt.
Das ist schlimm. Sehr schlimm. Na, dann stecken Sie mal den Kopf ins kalte Wasser. Da. Na nun los! Wird Ihnen bestimmt gut tun. Na? Haben Sie Luft gekriegt? Jawohl, Herr Stabsarzt. Feuer frei! Abgekommen, 8 Hieb! Feuer frei! Abgekommen, 10 Hieb! Schuss bis 11 hoch! Abgekommen, 10 hoch rechts! Kanonier Walter, 6 Übung abgeschossen! Abgekommen, 8! 9 hoch! Hoch. Kanonier Becher! Der Vierbein schon wieder da. Nicht einmal krank sein kann dieser Idiot. Wenn heute das Geringste durch dich los ist, dann mach ich dich fertig. Lass dir das von deinem Kameraden gesagt sein. Halt's Maul! Was war denn beim Arzt? Das Übliche. 8 rechts hoch. Übrigens einen schönen Gruß von Ingrid. Rechts hoch, du. 8. Johannes! Wer ist der Nächste? Der Vierbein. Na, wo ist er? Moment mal. Abgekommen. Feuer frei! Bitte, Herrn Wachtmeister, ausdrehen zu dürfen. Abgekommen. Ah, bleiben Sie nicht so lange. Der Kowalski soll Ihre Arbeit so lange weitermachen. Wohl, Herr Wachtmeister. Meine Fresse, der hat schon alten Hosen. Vierbein! Vierbein! Wo ist die Munition? Her damit! Nein! Sofort gib mir die Munition her! Lass mich doch! 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 So einfach! Aber nicht bei mir! Herbert! Lass mich doch! Halt! Was ist denn hier los? Wollt ihr wohl auseinander? Immer wieder dieser Vierbein! Diese Flamme! Ich habe ihm die Fresse poliert, Herr Hauptwachtmeister. Kleine private Auseinandersetzung von Mensch zu Mensch. Ach so. Na, das geht mich nichts an. Stimmt das, was Asch da sagt? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Haben Sie schon geschossen? Nein, Herr Hauptwachtmeister. Dann gehen Sie auf den Stand und lassen sich Munition geben. Hauen Sie ab, Mensch! Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Bravo, Asch. Das haben Sie gut gemacht. Sie haben mich verstanden. Rechts hoch, 8. 11 Uhr, Herr Wachtmeister. Habt ihr beide schon geschossen? Nee. Nein, Herr Wachtmeister. Ah. Los, ihr zwei ablösen. Komm her. 9, guck 10. Mal. 258 Schuss. Hier. 258 Schuss hinweg, zähl nach. Ich glaub dir auch so. Alles gut. Vierbein natürlich lauter Fahrkarten! Was war denn mit Vierbein? Hast du ihn zweimal eingetragen? In die Klatte? Nee. Warum? Mensch. Wenn nachher 6 Schuss fehlen, werden sich einige Vorwut in den Hintern beißen. Mit 6 Schuss kannst du den ganzen Paras in die Luft sprengen. Asch gibt heute was aus. Wieso? Er schießt als Letzter. Die Letzten werden die Ersten sein. Was soll das heißen? Bisher war der Spieß der Erste mit 64 Ringen. Aber wenn der Asch so weitermacht, kommt er auf 72. Feuer frei! Zieh den Fuß aus der Scheiße. Ja, ohne Obergefreiter. Fahrkarte! Schießen beendet! Die Herren Unteroffiziere sind eingeladen zur Feier des Tages. Heute Abend kleines Fest im Lesezimmer.
Klar? Hola, Hola, Hola. Fritz? Ja? Ich muss eine Meldung machen. Was ist los? Mir fehlen 6 Schuss Munition. Abrücken! Sag mal, bist du verrückt? Ich habe 3-mal nachgerechnet. Und bei jeder Übergabe nachgezählt. 4-mal ist übergeben worden. Wer zählt denn da noch nach? Wer tut denn das? Kein Aas. Das ist Vorschrift. Sag mal, bist du besoffen? Ach, bisschen Zielwasser. Wachtmeister Platzek, bis morgen sind die 6 Schuss da. Ich erwarte Ihre Meldung. Wie Sie das machen, ist mir scheißegal. Voll ab, Wachtmeister. Hauptwachtmeister? Das klingt ja fast wie Musik. Das ist von Beethoven, Herr Hauptwachtmeister. So, so. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie Klavier spielen können. Ich wollte Pianist werden. Was heißt, Sie wollten? Jetzt bin ich Soldat. Hören Sie mal, Vierbein, manches Mal habe ich das Gefühl, als glaubten Sie, ich hätte einen Pik auf Sie. Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Das ist aber ein großer Irrtum von Ihnen, Vierbein. Ich tue nur meine Pflicht. Aus Zivilisten Soldaten machen. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Na schön. Wenn Sie wollen, können Sie heute Abend hier ein bisschen Musik machen, nicht? Aber nicht so langweiliges Zeug, nicht? Ein bisschen was Lustiges und so, nicht? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Na schön. Weitermachen. Und so bitte ich euch, das Glas mit mir zu heben und zu rufen. Unser Hauptwachtmeister Schulz, er lebe! Oh! Und! Jetzt, Kameraden! Bester Mann! 3, 4! Heute wollen wir marschieren. Einen neuen Marsch probieren. Durch den schönen Westerwald, keiner Pfeife der Wind so kalt. 2, 3, 4! Oh, du schöner Westerwald! Prima Damenschlüpfer! Über deinen Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein. Trink ich ins Herz hinein! 2, 3, 4! Oh, du schöner
Kleinstes. Guten Abend, Herr Leutnant. Guten Abend, Frau Schulz. Na, so spät noch auf? Ich kann nicht schlafen. Ich auch nicht. Mein Mann feiert mit dem Unteroffizierschor. Ich will mich besaufen. Gute Idee. Dazu hätte ich auch Lust. Machen Sie mit? Warum nicht? Kommen Sie rein. Der Lichtwerk hat heute Abend noch kein Wort geredet. Dabei kriegt er von mir nur Schaum ins Glas. Grazie. Walter Gauner. Wir sind immer Freunde gewesen. Bis jetzt. Jetzt stehen 6 Schuss scharfe Munition zwischen uns. Wir müssen herbei, sonst wäre ich dienstlich. Scheiß. Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Ab sofort kriegt Schleifer-Platzek nur noch mit Schnaps getauftes Bier. Mit dem Spieß mache ich das schon die ganze Zeit so. Gleich im Rhein. Zwecklos. Derartige Feinheiten merken die gar nicht mehr. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft! Ja! Sjauch, Pferde, Arsch! Wohl auf, Herr Meister. Sjauch, Kowalski! Wohl auf, Herr Meister. Ja, vier, wenn auch. Wohl auf, Herr Meister. Pferde, Arsch! Was würden Sie tun? Wenn Sie 6 scharfe Patronen in Ihrer Tasche hätten. Ich würde schießen, Herr Wachmeister. Auf wen? Immer auf den Feind, Herr Wachmeister. Zum Wohl, Herr Wachmeister. Danke. Der ist gut. Sogar sehr gut, Gefallasch. Geborener Offizier. Herr Wachmeister. Nehmen Sie auf, den nasser Sachse. Illing. Jawohl, Herr Wachmeister. Bier. Wir sprechen uns noch. Ich will Ihnen sagen, warum ich geheiratet habe. Ich habe jahrelang mit meinen Eltern und 2 Geschwistern im Hinterhof in 2 Zimmern gewohnt. Ich wollte raus da. Was Besseres will. Das ist alles. Mein Vater war Postbeamter. Ach, was soll ich groß tun vor Ihnen? Er war Briefträger. Und hat sein Leben lang gespart, nur damit ich mein Abitur machen konnte. Um was Besseres zu werden. Was für feine, schlanke Hände Sie haben. Und jetzt, Kameraden! Das ganz große Trudelala! Hören Sie? Das geht jetzt die ganze Nacht so. Man gewöhnt sich daran. Es gibt schönere Dinge, an die ich mich gewöhnen möchte. Kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir. Wir wollen trinken. Ja. Trinken wir. Kommen Sie doch näher, ich beiße nicht.
Wenn Ihnen zu heiß ist, ziehen Sie ruhig Ihren Rock aus. Mein Mann macht sich zu Hause auch immer bequem. Ja, es ist sehr heiß. Mir auch. Schwein, machen Sie gefälligst mit, Streusel zu hoch. Und Alter. Jawohl, Aufwachmeister. Sauf aus das Ding da, Ding da, zum Glorialala. Staatsbegräbnis, Staatsbegräbnis für Lindenberg, mit ganz großem Trulala. Sauf aus das Ding da, Ding da, zum Glorialala. Hübsches Bild. Ja, das habe ich mal aus einer Illustrierten rausgeschnitten. Kennen Sie das Haus da? Nein, aber so eins wünsche ich mir. Bin ich nicht bescheiden geworden? Was will ich denn? Nichts als ein bisschen Glück. Nichts als ein bisschen Liebe und Glück. Aber beruhigen Sie sich doch, Frau Lore. Beruhigen Sie sich doch. Ich bin ja ruhig. Mir ist alles egal. Nicht so. Trinken wir. Ja, trinken wir. Und spielen wir. Spielen wir zwei verlassene arme Kinder. Guten Abend. Ich habe Ihrer Frau Gemahlin Gesellschaft geleistet, Herr Hauptwachtmeister. Ich hoffe, Sie missverstehen die Situation nicht. Wiedersehen, liebe Frau. Flasche.
drüber weg. Trautes Heim. Glück allein. Du, das sag ich dir, wenn dein Vater meinem Vater zu verstehen gibt, dass wir ihm nicht recht sind. Das ist ein Quatsch. Doch kein Quatsch. Sieh mal, mein Vater ist nur ein einfacher Arbeiter und deiner ist ein großer Cafetier. Und deiner ist ein oller Sozi und meiner streng national. Ich weiß. Du weißt gar nichts. Du weißt einfach nicht, was das bedeutet. Will ich auch gar nicht wissen. Aber schön, wenn du meinst. Können wir die beiden Erbfeinde ja mal suchen gehen. Gut. Na, da haben sich ja die beiden Richtigen gefunden, was? Komm, hier geht's zum Kaffee. Bist du zufrieden, Ingrid? Mich trifft der Schlag. Wie kommst denn du hierher? Du hast doch Ausgangssperre. Ganz einfach. Über die Mauer. Und allein. Und Schwitzerhändchen spielt ja auch noch. Ja, Hannes hat mir versprochen, es wird alles gut und er wird doch Offizier. Haben sie dich also fertig gemacht? Hm? Ach, entschuldige bitte. Damit du dich rechtzeitig daran gewöhnst, das ist in naher Zukunft eine liebe Verwandte. Deine Schwägerin Elisabeth. Du Arme, du wirst dein Kreuz mit Herbert haben. Ja, ja, nur sind da keine Haken dran. No, was denn hier los? Das wollen wir gerade dich fragen. Ah, die scharfe Munition ist los. Sechs Schuss. Du hast sie also. Ich habe schon in der Kantine davon gehört. Das hört sich ja fast an wie eine Gerichtsverhandlung. Unsinn. Was willst du denn damit? Oh, damit kann man einiges anfangen. Man kann damit spielen. Zum Beispiel. Man kann damit auch schießen. Richtig, aber das ist das Blödeste, was man damit anfangen kann. Haltet ihr mich für blöde? Dann gib die Munition mir. Mm-mm. Aber du kannst sie doch nicht zurückgeben, sonst kommt doch raus, dass du sie genommen hast. Eben, deswegen behalte ich sie ja. 2 Jahre lang haben sie mit mir Katze und Maus gespielt und ich war immer die Maus. Und jetzt, wo ich mal die Katze spielen kann, soll ich auf so eine schöne Gelegenheit verzichten? Nee. Achtung! Stufe 2, gelegt mit 9 Mann. Krankmeldung kein. Weitermachen. Was ist das für ein Mief hier? Fenster auf, bis hier plötzlich. Stubendienst. Hier, Kaffeekanne ist dreckig. Los, 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 die Herrschaften zum Waschraum. Asch. Wollen Sie nicht aufstehen, Asch? Mein Dienstgrad ist Gefreiter. Wollen Sie nicht aufstehen, Gefreiter Asch? Wollen kann gar keine Rede sein, Herr Unteroffizier. Sie stehen sofort auf, Gefreiter Asch. Das ist ein klarer Befehl. Jeder Mann hat sich unmittelbar nach dem Wecken zu erheben. Was heißt unmittelbar? 1 Sekunde? 3 Minuten? Unmittelbar heißt bei mir sofort. Das kann jeder sagen. Ich bin nicht jeder, ich bin Ihr Vorgesetzter! Ausgesucht habe ich sie mir nicht. Sind Sie krank, Gefreiter Asch? Oder was ist mit Ihnen los? Nö, ich bin ganz normal und vernünftig. Warum kann man hier nie in Ruhe aufstehen? Jeden Morgen diese blödsinnige Brüllerei. Sie sind kein Ausbilder, Sie sind ein Aufseher. Das alles werde ich mir merken. Na, hoffentlich. Und wenn Ihnen der Ausdruck Aufseher nicht genügt, dann können Sie ihn ja durch Sklavenhalter ersetzen. Das genügt. Jetzt ist Schluss. Wenn Ihnen das genügt, dann ist jetzt Schluss. Sie sind Zeuge. Was soll ich dir bezeugen? Suchen Sie hier. Abkommen jetzt zum Küchendienst. Was machen Sie da? Ich wiege. Wer hat Ihnen das befohlen? Niemand. Sind Sie wahnsinnig? Ist einer wahnsinnig, wenn er etwas tut, wozu er ein Recht hat? Denken Sie vielleicht, hier wird mir schießen? Das kann ich noch nicht behaupten. Das wird sich erst herausstellen, wenn ich die Vergleichszahlen habe. Haben Sie schon mal was von einer Schwundmenge gehört? Sicher. Na also. Die halbe Portion. Was wollen Sie denn?
feststellen, wie groß die hier ist. Das werde ich melden. Bitte? Ich brauche 6 Schuss Gewehrmunition. Sie haben doch sicherlich schwarze Bestände. Schwarze Bestände zu halten ist strafbar. Und bei der ersten oder zweiten Batterie? Die werden nicht scharf darauf sein, sich strafbar zu machen. Was soll ich da machen, Herr Oberzahlmeister? Stimmt denn bei Ihnen irgendetwas nicht? Das will ich auch hoffen. Ja, dann brauchen Sie sich ja auch durch einen Gefreiten nicht beunruhigen zu lassen. Kann er ja getrost nachwiegen. Eine Frage der Disziplin? Dafür bin ich nicht zuständig. Schluss, Ende. Blödsinniges Zeug. Jawohl, Herr Oberzahlmeister. Du sag einmal, Asch, müssen wir uns das eigentlich gefallen lassen? Was denn? Na, der Küchenbulle, der teilt uns noch Dienstschluss zum Arbeiten ein und die Küchenweiber gehen nach Haus. Das ist vielleicht eine Scheiße. Doch ganz einfach, Mensch. Komm her, ich zeig dir das. Da steht's doch. Die Hilfskräfte sind nur verpflichtet, die Tische zu säubern und die Teller zu reinigen. Für die Reinigung des Speisesaales und der Küche sind die Küchenfrauen zuständig. Klappt das jetzt doch? Jetzt hab ich Sie. Was Sie da tun, ist nämlich Meuterei. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Die Schwundmenge jedenfalls beträgt hier 25%. 10% sind eben noch zulässig. Das könnte man geradezu Unterschlagung nennen. Sie Querschläger, halt Sie ab! Im Grunde ist die Sache doch ganz einfach, Herr Wachtmeister. So. Sie korrigieren einfach die Schießglatte. Sie müssen nur den, der die Schießglatte zuerst geführt hat, dazu bringen, diese Eintragung zu machen. Wer war denn das? Oh, der Asch. Der Asch? Holen Sie mal her. Ich bin dabei wohl überflüssig. Alles gut. Der linke Rand an der Meldung ist nicht groß genug. So kann ich den Wisch nicht einheften. Wer war Zeuge? Obergefreiter Kowalski. Und wer noch? Sonst niemand. Dann haben Sie eine falsche Meldung abgegeben. Sie haben geschrieben in Gegenwart von anderen Soldaten. Andere sind mehrere. Das wäre Meuterei. Und plötzlich ist nur einer da. Herr, was denken Sie eigentlich? Wollen Sie mich zur Weitergabe einer falschen Meldung veranlassen? Hände auf, Wachtmeister. Aber Ihr Ausdrücke sind gefallen. Lindenberg, der Asch ist einer unserer besten Soldaten. Wenn Sie was gegen ihn haben, schleifen Sie ihn, bis ihm das Wasser im Arsch kocht. Nur tun Sie mir einen Gefallen. Bestehen Sie nicht auf dieser blöden Meldung. Der Mann steht kurz vorm Unteroffizier. Bedauere, Aufwachmeister, aber ich muss darauf bestehen. Na, schön. Dann holen Sie mir den Kowalski! Sie sind doch Asch. Ich habe Sie immer hoch eingeschätzt. Sie machen einfach Ihre Eintragung und ich setze meinen Wilhelm darunter. Hm? Einverstanden? Warum nicht? Geben Sie her. Das wäre also eine kleine Urkundenfälschung. Ha, machen Sie keine Witze. Das ist eine kleine Berichtigung. Nach meiner Auffassung Urkundenfälschung. Das wird mit Gefängnis bestraft. Laut Strafgesetzbuch § 267 Absatz 1. Aber da sind Sie mit drin. Irrtum. Eintragen kann jeder. Erst Ihr Wilhelm macht's zum Dokument. Wie reden Sie denn überhaupt mit mir? Oh, in Anbetracht der Sachlage noch sehr freundlich. Aber das kann sich ändern. Sie Schauhund! Hier hören einige ganz gerne zu. Sprechen Sie sich ruhig aus. Schauen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Asch, Mann. Ist doch alles in Ordnung. Sehen Sie, so gefallen Sie mir schon sehr viel besser. Zunächst einmal will ich von Ihnen, dass Sie sich benehmen wie ein halbwegs zivilisierter Mensch und nicht wie ein tollwütiger schlechter Hund. Und was ich sonst noch von Ihnen will, das werde ich Ihnen dann bei Zeiten mitteilen. Wir sprechen uns noch. Thank you.
Der gefreite Asch ist einer meiner besten und zuverlässigsten Soldaten. Ich werde das nachprüfen. Ich werde aber auch nachprüfen, ob die Portionen wirklich stimmen. Und wenn Sie einen meiner Leute eine Meuterei anhängen wollen, dann werde ich auch nachprüfen, ob meine Leute wirklich von Ihnen gezwungen werden, die Arbeiten von Reinemachefrauen zu erledigen. Ich habe das volle Vertrauen des Herrn Oberzahlmeisters, der Ihre Meldung nicht entgegengenommen hat. Herr Hauptwachtmeister, dieser gefreite Asch... Bestehen Sie darauf, dass ich nachprüfe? Ja oder nein? Ich ziehe meine Meldung zurück. Na also, den gefreiten Asch werde ich mir mal vornehmen. Dieser Asch, das ist vielleicht eine Type. Wiegt dem Küchenbullen seine Portionen nach. Das gibt einen prima Unteroffizier. Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Prima. Ah, da sind Sie, Herr Kowalski. Kommen Sie mal her. Also, erzählen Sie mir mal, was haben Sie gehört? Nüscht, Herr Hauptwachtmeister. Ich werde mich doch nicht in fremde Gespräche mischen. Und Offizier Lindenberg, ich gebe Ihnen 24 Stunden Zeit, sich nochmals zu überlegen, ob Sie Ihre Meldung machen wollen oder nicht. Raus! Wer hat die Eintragung gemacht? Der gefreite Asch. Asch, Asch! Wohin man spuckt, immer wieder Asch! Ist doch alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Was geht mich eure Schiebung mit der Schießgranate an? Wo sind die 6 Schuss scharfe Munition? Ach Mensch, mit einem lausigen 6 Schuss. Ich bin kein Mensch. Was ist, wenn einer von den Idioten auf den Gedanken kommt und knallt sich ins Fantassel? Oder Schleiferplatzheck kriegt eine verpasst? Mensch, weil du den Teufel an die Wand. Platzheck. Die 6 Schuss müssen her. Also wenn ich den Kerl erwischte, die Munition geklaut hat, den mach ich zur Sau! Uwe D! Eine Gewehrkugel. Sind Sie sicher? Typisch Gewehr 98K. Frost, sind die Meldungen eingegangen? Jawohl, Herr Hauptwachtmeister. Und Unteroffizier Schwitzke, Gewehre im unteren Korridor überprüft. Gewehrläufer einwandfrei, ein Gewehr fehlt. Und Unteroffizier Lindenberg, Gewehre im oberen Korridor überprüft. Gewehrläufer einwandfrei, 2 Gewehre fehlen. Wie viele Gewehre sind auf Waffenmeisterei? 3. Na, dann stimmt's ja. Das Ganze muss ein Zufall sein. Vielleicht hat einer der Posten aus Versehen. Na klar, das ist eine Möglichkeit. Wer soll schon auf mich schießen? Und Offizier Lindenberg und gefreiter Asch zur Stelle. Ist gut, Kowalski, Sie können gehen. Kommen Sie mal her, gefreiter Asch. Gefreiter Asch, wissen Sie Bescheid? Durchaus, Herr Hauptwachtmeister. Worüber wissen Sie Bescheid? Über alles. Und Offizier Lindenberg hat behauptet, Sie hätten ihn Aufseher und Sklavenhalter genannt. Stimmt. Was stimmt? Unteroffizier Lindenberg ist ein Sklavenhalter und Aufseher. Im Gegensatz zu einigen anderen Unteroffizieren dieser Batterie ist er wenigstens kein Leuteschinder. Ich warne Sie. Sie mich? Ich denke, Sie sind gewarnt. Was? Na, auf mich hat noch keiner geschossen. Gefreiter Asch! Sie sind verhaftet! Gefreiter Asch, reingehen! Gefreiter Asch zur Stelle. Kommen Sie näher. Aber gefreiter Asch, was machen Sie denn für Geschichten? Ich mache doch keine Geschichten. Die Geschichten werden mit mir gemacht. Antworten Sie gefälligst anständig, wenn Sie gefragt werden. Wer fragt hier eigentlich, Sie oder der Herr Hauptmann? Ich frage hier. Und ich frage Sie, ob Sie auf den Herrn Hauptwachtmeister geschossen haben. Wer das behauptet, lügt. Was Sie besitzen, die Frechheit, mich hier als Lügner hinzustellen? Was hat das denn mit Frechheit zu tun? Also, gefreiter Asch, wenn Sie nicht geschossen haben, wer soll es denn sonst gewesen sein? Das weiß ich nicht, Herr Hauptmann. Gründe genug hat die ganze Batterie. Das ist Mord. Nackter Mord! Also Ruhe bitte, ja? Gehen Sie hinaus, gefreiter Asch. Das ist eine unmögliche Situation. Hauptmann Derner. Was? Wie war der Name, bitte? Asch? Das ist aber sehr unangenehm. Nein, das war nicht für Sie bestimmt.
Danke, Ende. Das war der Abteilungsstab. Er teilt mir mit, dass der Herr Major die Beförderung des gefreiten Asch zum Unteroffizier genehmigt hat. Was? Wer hat ihn denn vorgeschlagen? Ich. Aber Herr Hartmann haben unterschrieben, ja. Mal bitte beruhigen Sie sich doch, Herr Leutnant, ja? Meine Herren, das ist eine ganz und gar unmögliche Situation. Und jetzt sollen Sie aber sehen, wie sowas bei uns zu Hause erledigt wird. Geben Sie mir den Doktor, bitte. Puls 66. 66. Ist der Isolierraum frei? Jawohl, Herr Stabsatz. Ist gut, lassen Sie mich mit dem Patienten allein. Jawohl, Herr Stabsatz. Was soll das eigentlich? Ich bin völlig gesund. Eine Untersuchung hat noch niemand geschadet. Ach, warum untersuchen Sie dann nie die Leute, die sich krank melden? Na, dann entspannen Sie sich mal, gefreiter Asch. Legen Sie sich ruhig lang hin. Denken Sie mal an gar nichts. Das fällt mir schwerer als Ihnen. Bin ich zum Schlafen hierher gekommen? Typisch, typisch. Wir wollen ein wenig miteinander plaudern. Wozu soll denn das gut sein? Ihre bisherigen Antworten sind schon sehr aufschlussreich. Na, Ihre Fragen auch. Sie haben eine schwere Kindheit gehabt. Nee, ganz im Gegenteil. Sie dürfen nie von sich auf andere schließen. Aber Sie sind sicher oft von Ihrem Vater geschlagen worden. Nee, nie. Bei uns zu Hause herrschte ein völlig anormales Familienleben. Haben Sie jemals Lust verspürt, irgendjemanden anzufallen, zu peinigen, zu ermorden? Doch. Typisch, typisch. Jetzt zum Beispiel. Reden Sie keinen Unsinn. Was soll der Unsinn, den ich mir hier anhören muss? Ich will Sie untersuchen, gefreiter Asch. Sie müssen vernünftig sein. Ich will Ihnen helfen. Sie müssen Vertrauen zu mir haben. Sie wollen mich in einen Isolierraum sperren. Ich halte das für Freiheitsberaubung. Ich bestehe darauf, dass Sie dienstlich zu den Akten geben, aufgrund welcher Diagnose Sie sich dazu für berechtigt halten. Unteroffizier! Führen Sie den Mann ab in den Isolierraum! Na, wie steht die Schlacht? Unentschieden. Jetzt bin ich erstmal in den Hungerstreik getreten. Ach, Hungerstreik ist immer gut. Besonders, wenn man ordentlich dabei zu fressen hat. Wieso? Salami. Ey. Und deine Elisabeth. In der Not fresse ich die Wurst auch ohne Brot. Ja, ist schon da. Ist was schon auch? Da. Du, sag ihr schönen Dank und sie soll ganz ruhig bleiben. Und sich ja nicht rühren. Ich weiß genau, was ich will. Ist in Ordnung. Was macht denn der Schulz? Der Tod. Der Schuss hat gesessen, was? Und der Nächste sitzt auch. Darauf kannst du dich verlassen. Komm mal her, Wedelmann. Na, komm mal her, Wedelmann. Los, wird's bald? Pfui. Schäm dich, was hast du denn da gemacht? Na, sowas. Na, sowas. Na, was denn? Na, was denn? Also, komm mal, Wedelmann. Na, los, jetzt bald. Und lass doch das blöde Vieh. Sag mir lieber, wie ich aus der Sache rauskomme. Das ist mir doch wurscht, wie du da rauskommst. Du hast die Munition verschlammt? Also geschieht es dir nur ganz recht, wenn sie auf dich schießen. Auf mich? Natürlich auf dich. Oder willst du etwa behaupten, ich hätte? Hä? Aber du, mit deiner Schleiferei. Mensch, mach mich nicht unglücklich. Wenn in deiner Meldung steht, dass mir die Munition weggekommen ist... Stimmt meine Meldung etwa nicht? Hä? Ach so. Ich wäre fertig gemacht. Ah, recht geschieht mir. Als ich Soldat werden wollte, da habe ich mir gedacht, jetzt geht's los. Scheiß. Alles Scheiß. Fertig gemacht hat er mich. Der Kommiss. Komm her, Wedelmann. Mich fertig gemacht. Komm her, Wedelmann. Du willst wohl nicht, was? Komm her, oder ich mach dich zur Sau! Kommen Sie mit rüber auf die Revierstube. Bitte sehr. Hier, sehr günstig für Sie. Es spricht Sie gewissermaßen frei. Was soll ich darunter verstehen? Sie sind für das, was Sie getan haben, nicht verantwortlich. Nicht vollverantwortlich und die Angelegenheit ist erledigt. Bedeutet das etwa, dass Sie mich für nicht zurechnungsfähig erklären? Genau das. Genau das habe ich in meinem dienstlichen Gutachten erklärt. Dann kann ich also nichts machen. Oder
Ich kann machen, was ich will. Händchen hoch. Was soll das? Hände hoch! Ich bin für meine Taten nicht verantwortlich. Noch höher die Hände. So ist gut. Und jetzt mit dem Köpfchen in das kalte Wässerchen da. Nach Schema 0815. Wird's bald? Ich weiß, was gut für Sie ist. Na? Nochmal, weil's so schön war. Und gegen den Schrecken zwei weiß, zwei rot. Moin. Die Schlösser an Munitionsbunkern sind nicht geölt. Eine wichtige Nachricht ist zu erwarten. In einer halben Stunde steht die Abteilung batterieweise zum Gemeinschaftsempfang. Krankenrevier ist vergessen worden, die Lampe am Eingang auszuschalten. Haben Sie was für mich, Herr Hauptmann Derner? Jawohl, Herr Major. Hängen Sie Ihre Mütze ruhig an den Nagel. An der Wand neben der Karte. Eine sehr peinliche Angelegenheit, Herr Major. Peinliche Angelegenheiten gibt's nicht in meiner Abteilung. Oder wollen Sie auch Ihre Uniform an den Nagel hängen? Ich bitte Herrn Major, gehorsamst melden zu dürfen. Nee, mein Guter. Von Ihren Meldungen habe ich bereits Überbedarf. Sind ja geradezu schon gesammelte Werke. Das da, Herr Hauptmann Derner, das gibt's nicht. Jawohl, Herr Major. Auch ich bin ganz der Meinung von Herrn Major, aber... Was gibt's denn da für ein Aber, wenn wir einer Ansicht sind? Die Unteroffiziere, Herr Major. In Ihrer Batterie bestimmen die Unteroffiziere? Sie werden wohl nicht fertig mit Ihren Leuten, wohl ein bisschen erholungsbedürftig. Durchaus nicht, Herr Major. Na gut, können Sie haben Ihren Urlaub. Bis das Vaterland Sie wieder ruft. Und Offizier Lindenberg. Nee, bleiben Sie mal noch ein bisschen. Passen Sie mal auf, wie sowas hierzulande erledigt wird. Und Offizier Lindenberg, Sie gelten als korrekt und zuverlässig. Umso mehr muss ich mich wundern, dass Sie sich mit Ihren Untergebenen in lange Gespräche einlassen. Sie haben zu befehlen, klar und unmissverständlich. Jeder Befehl trägt seinen Sinn in sich, dann ist es ein guter Befehl und wird befolgt, haben Sie mich verstanden? Jawohl, Major. Sich durchsetzen ist eine Frage der Persönlichkeit, nicht der Heeresdienstvorschrift. Also ist Ihre Meldung glatter Unsinn. Papierkorb. Abtreten. Wachtmeister Platze. Ich lese da, dass Ihnen Munition abhanden gekommen sein soll. Das glauben Sie doch wohl selber nicht, was? Nein, Herr Major. Sie sollen ja im Umgang mit Menschen ganz brauchbare Resultate erzielt haben. Im Umgang mit Material sind Sie aber anscheinend noch nicht so recht erfahren. Da ist gerade eine Stelle frei. Magazinverwaltung, Pulverfabrik, Saumagen. Da lernen Sie mal, wie hochexplosive Sachen zu behandeln sind. Meldung ist überfällig. Treten Sie ab. Leutnant Wiedemann, Hauptwachtmeister Schulz. Hauptwachtmeister Schulz, ich lege größten Wert darauf, dass ein so ausgezeichneter Soldat wie Sie uns erhalten bleibt. Jawohl, Herr Major. Deswegen würde ich es begrüßen, Sie nehmen lieber volle Deckung, wenn die Luft mal eisenhaltig ist. Herr Major, es wurde zweimal auf mich geschossen. Auf Sie? Haben Sie Gründe anzunehmen, irgendjemand hätte Gründe, auf Sie zu schießen? Herr Major, wer seine Pflicht tut, hat Feinde. Oh. Ich tue meine Pflicht, habe ich Feinde? Wir haben gestern Abend auch geschossen, Herr Major. Im Garten des Offizierscasinos. Herr Leutnant Wielmann, erstens, ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt. Zweitens, ich schätze es sehr, wenn meine Herren sich für den Ernstfall vorbereiten. Drittens, ich ersuche Sie dringend für Ihre Schießübungen, den dazu angelegten Schießstand zu benutzen. Jawohl, Herr Major. Hauptwachtmeister Schulz. Ihre merkwürdig verwirrte Meldung scheint mir ganz einfach sehr verständlichen familiären Gründen zu entspringen. Herr Major, wie darf ich das verstehen? Das ist doch ganz einfach. Hauptwachtmeister ist doch kein Rang, sondern eine Dienststellung.
Sie legen ihre Streifen ab, werden wieder Oberwachtmeister und geben ihre Dienstwohnung auf. Denn darum geht's doch nicht, warum die Dienstwohnung. Ihre Frau Malin soll ja so einen gewissen Hang ins Grüne haben, ist ja auch sehr verständlich. Dazu haben Sie aber diese Meldung nicht nötig. Sie gestatten doch. Ich wollte mal über. Ist gut, Sie können gehen. Stabsarzt Dr. Semig. Was höre ich, Doktorchen? Sie führen mit Ihren Patienten fröhliche Ringkämpfe auf, mit anschließendem Wasserspiel. Ich bin überfallen worden, Herr Major. Der Gefreite Asch ist also tot? Nein, soviel ich weiß, nein, Herr Major. Wenn ein Offizier von einem Gefreiten überfallen wird, so endet das mit dem Tode des Gefreiten. Sie legen doch Wert darauf, Offizier zu sein. Jawohl, Herr Major. Oder haben Sie sich schon nach einer soliden Zivilstellung umgesehen, so als Seelenarzt in einer Heil- und Pflegeanstalt? Nein, Herr Major. Das würde ich aber bald tun. Jawohl. Wenn ich Ihre Meldung da weiter behandle, dann ist es höchste Zeit. Jawohl, Herr Major. Das heißt jawohl. Ich ziehe meine Meldung zurück, Herr Major. Alles gut, Sie können gehen. Schade. Schade um Ihren Nachruhm, Herr Hauptmann Dörner. Von Ihren gesammelten Werken ist nicht mehr viel übrig. Und nun wollen wir den beiden Gefreiten zu ihrer Beförderung gratulieren. Wo Gefreiter Kowalski? Jawohl, Herr Major. Sie sind auf Waffenkammer der dritten Batterie? Jawohl, Herr Major. Ist Ihnen jemals Munition weggekommen? Nein, Herr Major. Na nun, ich habe doch sowas läuten hören. Die Munition hat sich wieder gefunden, Herr Major. Sie ist zwischen Geschosskörbe gefallen. 4 oder 6 Schuss? 6 Schuss, Herr Major. Obergefreiter Kowalski, solche Leute wie Sie auf solchen Posten sind unentbehrlich. Damit Sie uns noch recht lange erhalten bleiben, befördere ich Sie zum Stabsgefreiten. Gratuliere. Gefreiter Asch? Herr Major? Wie ich höre, haben Sie sich in letzter Zeit mal Gedanken gemacht über eine Verbesserung unseres Unteroffizierkurs. Jawohl, Herr Major. Gut. Ausgezeichnet. Damit Sie Ihre Theorie auch praktisch unterbauen können, befördere ich Sie zum Unteroffizier. Gratuliere. In einem halben Jahr können Sie mir Ihre Resultate mitteilen. Falls Sie dann noch Zeit und Lust dazu haben. Jawohl, Herr Major. Sie melden sich auf Ihrer Batterie. Mahlzeit, Herr Hauptmann, Dörner. So sieht's aus bei uns, Fehlermann. Und dabei brennt's schon an allen Ecken und Enden. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen seinen Sendern. Angeschlossen der deutsche Kurzwellensender mit Richtstrahler nach Übersee. Wir bringen eine wichtige Meldung des drahtlosen Dienstes. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind. Bis zum Eintreffen weiterer Meldungen senden wir Marschmusik.